So, dann kommen wir noch mal zum kurzen Überblick am Ende der Einkaufstour, was wir jetzt so gekauft haben. Viel Kleinkram, ein paar Batterien, ein paar Vulkane, ein paar Raketen. Haben wir hier zwei Leuchtspektakel, Dynamite Bag, immer wieder geil. Shine Up Hang, ich liebe dieses Sortiment, muss ich aber sagen. Reibkopf Knaller von Nigo, Airbombs Veko, Event Watch dreimal, Ami Festival, Bombenrohr von Diamond, sieht wird sehr geil. Flashbang von Veko zweimal, den Rising Stars in Seba. Kanonenfeuer, die sehen aber relativ ranzig aus. Dann einmal Made in Germany Kubis. Aber der Böllerbeutel von Veko aus dem Lidl. Grölis von Panda. Dann haben wir hier noch ein geiles Leuchtsortiment von Komet. Das Meteor Wayne, das ist relativ geil. Zwei Victory Fontäne, Grölis. Den China Feuertopf, Engel Fontäne, auch noch Feuertopf. Vulkan, Soundfontäne, Silberfontäne. Eigentlich echt mal was anderes. Jetzt dieses allzeit bekannte von Veko und Nico. Der Knallerbox von Veko, 2x400er Ladycracker. Und da kommen wir auch schon zu größeren Kalibern. Ein Explode, China Böller D-Schinken, D-Böller von Komet, Elysium, Hellboy, Alligatoren, ein paar Zinks oder Burano besser gesagt, Young, Killer Bees, Patent Sky, Devil Attack, sehr geile Bats übrigens, Trainingplatz, zweimal die Hamburg Edition, verschiedene Batzen von Butney, All in One von Comet, Funkenflug von Nico, Summer Jam und die Night Battle von Comet. Komet, sorry, ist beides dieser Batterie, ist sehr Alligatoren ähnlich. Powerbox von Nico, Veko, die Galaxis von Veko, Benji, Elysium, Attila, Poison, die richtig fetten, wie heißen die überhaupt? Dominator Vulkane von Veko, die sind sogar größer als die Burano. Kann ich einfach mal zeigen. Richtig krass. Und dann nochmal zwei China Böller D-Schinken von Komet. Da haben wir hinten noch Raketen. Haben wir einmal das Flightweb von Lesti. Fünf kleine süße Raketen mit Abschussrohr. Dann haben wir einmal das Fairy Stars von Penny, von Veko. Und einmal die Goldraketen von Veko. Sehr cool. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Tourenvideo gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in den nächsten Videos und es werden natürlich noch etliche Videos folgen. Bis bald, haut rein und ciao!